Okay, Freunde, ich war gerade im Gym, hatte den Leg Day. Dementsprechend sind auch die Oberschenkel breiter als breit. Und das ist auch wichtig, denn je breiter die Schenkel eines Mannes, desto größer die Stones in seinen Hosen. Ladens? Also gut, Freunde, heute zeige ich euch, wer die dicksten Oberschenkel in Dragon Ball Z Dokkan Battle hat. Kein Wunder, es ist natürlich ist es LR Orange Piccolo. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Tatsächlich, ich habe auch Paaren gezogen offscreen mit Free-to-Play-Stones. Das heißt, ich habe endlich nun Paaren gezogen. Und dementsprechend habe ich sofort Piccolo als auch Paaren sofort auf Link Level 10 gebracht. So sieht mein Piccolo aktuell aus. Wenn ihr Dupes bei ihm habt, Skill Orbs, geht mit einem guten Mix und Crit und Additional Attack bei ihm rein. Paaren habe ich jetzt folgendermaßen geskillt. Sie ist auch komplett auf Link Level 10, ist eher ein Rotationscharakter, sie tue ich rein raus und hat ihre Dodge-Chance, kann aber auch kritten, deswegen bei ihr könnt ihr entweder mit allem, was ihr habt, auf Additional Attack gehen oder weil sie erhöht ihr Angriff und Verteidigung für eine Runde oder ihr geht einfach mit allem auf Dodge. Ihre Dodge-Chance, das addiert sich aber nicht, Passive und Dupe System Dodge, sondern wenn sie durch die Passive nicht Dodge, wird geguckt, Dodge sie mit dem Dupe System. Ansonsten haben wir natürlich hier alle anderen Chars auch folgendermaßen. Ihr könnt mal gerne einen Blick drum werfen, Freunde, falls ihr euch fragt, wie meine Charaktere sonst so am Start sind. Ich freue mich auf März heute zum Saiyan Day, wenn der ein Comeback hat. Der wird auf jeden Fall mindestens mit zwei Dupes geballert. Entweder gezogen oder Coins. Eventuell je nachdem, vielleicht auch auf 100%. Aber es geht natürlich wieder hier an Dash um geballte Piccolo-Action. Und oh mein Gott, die Runde darauf ist brutal. Die Runde darauf ist richtig gut, habe ich gerade gesehen. Da haben wir nämlich Piccolo mit seinem besten Partner, den Strength Piccolo. Und wir haben noch Partner in der Rotation, die ja ein Supporter ist an der Stelle. Dementsprechend, das wird der Hammer, das wird der Hammer. Partner ist ja Superhero Supporter, Kiza Attack mit 30%. Und dann bekommen wir noch zusätzlich entweder Bond of Mars and Disciple. Bond of Mars and Disciple, Disciple, was auch immer. Oder Bond of Parent and Child sollte das sein. Zusätzlich Key plus 1 Attack and Death 20%, also ist sie im Endeffekt Key plus 3 Attack and Death 50% Supporter, kann sie sein. Und ja, das ist ja auch zum Beispiel für Vegeta und Shanks. Deswegen ist dieses Team wirklich brutal, das Piccolo Setup. Wenn ihr ein Double Piccolo spielen wollt, könnt so ähnlich wie ich ein Piccolo in der Rotation mit dem Strength. Wenn ihr Gohan Beast spielen wollt, könnt ihr ihn mitnehmen. Ich würde Gohan Beast einfach die ganze Zeit rein raussortieren, zusammen mit Pan zum Beispiel. Ihr könnt eine Rotation spielen mit Vegeta und Shanks und einem anderen Charakter. Oder wenn ihr die Gammas habt, würde ich eine Rotation mit Gamma 1 und 2 spielen beispielsweise. Also in einem Setup braucht man zwar die richtigen Charaktere, aber wenn man sie hat, kann man das dumm und dämlich drehen. Je nach Event, in dem man ist, sage ich mal. Wir sind hier im Wicked Bloodline Red Zone Event gegen Metal Cooler. Habe ich so mit Piccolo noch nicht gemacht. Mal gucken, wie er so hier performt an der Stelle. Wie auch die Giant Transformation ist. Ah ja, auch wichtig hier. Man kann ja Angriff senken in der Phase. In der Phase auch sehr wichtig für Piccolo, dass er für 3 Runden Guard hat. Weil ohne Guard hätte das auf jeden Fall wehgetan. Wir hätten einen Typen-Nachteil. Wenn wir mal ganz kurz gucken wegen Pan, dass ich euch nichts Falsches erzähle. Genau, Key 1 Attack mit 30% für Superhero-Charaktere. Und dann, ja genau, Bond of Parent and Child oder Bond of Master and Disciple bekommt auch zusätzlich Key plus 1 Attack mit 20%, sodass sie im Endeffekt ein Key plus 2, sorry, Key plus 2, nicht 3, Key plus 2 Attack mit 50% Supporter sein kann. Ja, wir gucken natürlich, dass Piccolo viele Angriffe bekommt. Der bekommt 1, 2, 3, 4, 5, wenn ich mich nicht verzählt habe. Die nehmen wir definitiv an für den Piccolo. Mit 5 ist er nämlich gestackt und das ist das Brutale. Piccolo kann man so schnell, so easy stacken, sodass er auch noch, guck mal, wie die Rotation startet. Ja, wir haben zurzeit Supporter für ihn am Start. Der gibt auch an der Stelle Key plus 2, Defense 30%. Und dann, ich meine, wenn es einen Extreme Class Gegner gibt, noch Angriff 30%, ich schau mal gleich nach. Aber das hätten wir in dem Fall. Und Pan gibt ihn der Keep Side Attack 5%. Gibt euch das Turn 1, wie viel Defense er einfach hat. Und mit ihm kommt man easy, mit Piccolo kann man easy innerhalb dieser 3 Runden kommen, dass er voll aufgebaut ist, sodass sich seine Intro Passive zusammen für diese eine Runde überschreitet. Mit seiner normalen Pässe voll aufgebaut. Und dann, guck mal, der hat jetzt schon 13 Millionen, da fehlen 2 Stacks. Warte mal.
Das hoch, guck mal, das ist dann hochgegangen auf wie viel, das können wir ganz kurz ablesen. Voll aufgebaut jetzt mit seinem Intro-Passive. Würde der in der Rotation, das wäre sein Best-Case-Szenario jetzt tatsächlich in mein Setup. Auf was kommt er da? Das haben wir ganz kurz gesehen, wenn er da unten links jetzt mal drauf achtet. Das steht dann dran, weil er schon Angriffe bekommen hat. 17 Millionen gibt ihr mit einem Dupe Klink Level 10 komplett. Also, das ist ja gestört, was der Piccolo so drauf hat, die Legende. Was wollte ich nebenbei nachgucken? Achso, wie der eine Piccolo da. Wie sein Support-Aspekt ist. Ja, also am Anfang gegen Wicked Bloodline Red Zone, gegen Metal Cooler. Wir müssen diese drei Runden so oder so überleben. Deswegen da gucken, dass ihr eure Charaktere gut aufbaut, wenn ihr zum Beispiel in Piccolo reingeht, es auch noch gar nicht geschafft habt. Dass ihr den auf jeden Fall aufbaut dort in Shadow, wo ihr viele Angriffe bekommt. Zählt auch für Vegeta und Trunks zum Beispiel. Genau, dieser Strength Piccolo gibt Super Class, Keep Side Defense 30% und zusätzlich 30% für Super Class, wenn es einen Extreme Class Gegner gibt. Und das haben wir an der Stelle hier. Ich bleibe weiterhin den und den. Das ist auch eine richtig schöne defensive Rotation. Nicht vergessen, wir sind innerhalb der 5 Runden mit seiner Intro Passive. Das heißt, ich könnte noch überall anders hinstellen, denn überall anders hat auch zusätzlich dann noch seinen Guard. Ich tue ihn trotzdem hier, weil er dort Angriffe bekommt. Er muss doch aufbauen. Und ich sag mal so, Godgu lasse ich auf jeden Fall auch drin. Wir sind gegen Movie Boss. Der tut natürlich hier richtig gut tanken. Nicht verwechseln, Vegeta und Trunks bekommen hier noch 70% Defense, dadurch, dass sie auf Sword 1 sind, wenn die Runde anfängt, also wenn der, sobald der Gegner angreift. Das heißt, der hat ja eigentlich mehr Defense, als das wir sehen. Ne? Attack und Defense 70% nämlich auf Sword 1 und zusätzlich Guard. Das dürft ihr nicht vergessen. Also, Vegeta und Trunks ist und bleibt definitiv ein sehr guter und krasser Charakter. Auch weiterhin noch, auch nach dem Release von Piccolo oder Gohan Beast. Also Gohan Beast pfeift auf den, aber Piccolo, sag ich mal. Piccolo ist meiner Meinung nach, wenn es nur um die Performance geht, im Spiel besser. Also offensiv, defensiv, seine Giant-Transformation, das ist ja gestört. Sein Full Heal, seine Full Passive, was er da noch rausbringen kann. Heißt aber nicht, dass der da zu kurz kommt. Der ist auch brutal mit seinem Permaguard. Wenn die Intro-Passive vorbei ist auf Sword 1 mit seinem Active-Skill. Garantiert Crit für die Runde, 35% Crit Chance, Additional Attack bis zu 3 Super Attacks, gibt Defense für die Verbündeten für eine Runde durch den Active Skill, ist ein sehr, sehr guter Partner für sehr viele Charaktere. Du kannst ihn so angenehm mit sehr vielen Charakteren spielen und das ist für mich immer noch meiner Meinung nach der beste Sword 1 Charakter, weil der, wenn es darum geht, overall, der tut sich mit so vielen Easy Linken, du stellst ihn einfach auf 1, er tankt, weil Piccolo ist halt nicht so, ne, dem fehlen halt Key Links, der hat nicht so gute Link-Skills, sag ich mal, der hat auch nicht so viele Partner, weil Vegeta und Trunks ist so Jacke wie Hose, du stellst ihn einfach auf Sword 1 und ballerst einen anderen auf Sword 2 und GG, das bleibt definitiv noch, Leader Skill auch noch richtig heftig, in Zukunft wird auch noch richtig gut bleiben für Vegeta und Trunks, aber wenn es so nur um die reine Performance geht, ist halt Piccolo mit seiner Giant-Form, die erstaunlich gut ist tatsächlich. Der ist halt amtierender Champ, ne? Also was er einfach, was für eine Defense der so frei Haus hat, auf was er alles kommt und... Ja, ich sag doch, guck, jetzt haben... Ich musste das Zahlenband hingucken. 934.000 Defense hat meiner. Das ist jetzt nämlich, ich habe in dieser Runde immer noch meine komplette Passive mit ihm, was um Attack und Death aufgeht, wenn es darum geht. Und ich habe euch gesagt, unterschätzt das nicht. Das ist nämlich ein Attack und Death 150% gepaart auf 1, was man aufbauen kann, was separat kalkuliert wird. Gepaart auf, da sind wir noch in der dritten Runde, Attack und Death 100%. Und dann haben wir halt solche Werte bei dem Psycho. Schade, dass er gerade gesealed ist. Aber ich, das war meine Reaktion. Und ich kann die Giant Form hier an der Stelle noch nicht aktivieren, weil... weil die komplette Rotation keine Superhero-Rotation ist. Ne? Das heißt, Strength Piccolo ist nämlich nicht ein Superhero, ist aber logischerweise im Leaderskill von dem Piccolo dennoch, da er ein, und ich habe noch Guard hier durch die Intro-Passive, krass. Also das ist Piccolos stärkste Runde, Turn 3 auf jeden Fall, voll aufgebaut, sage ich mal. Oder halt, die Zeit der Runde, in dem er aufkommt, rauskommt, sage ich mal. Dennoch, gebt euch, dennoch, haben wir Schaden bekommen. Unglaublich. Weil Piccolo hat... wir haben noch die Superdeck nach meiner eigenen Superdeck bekommen, oder? Was? Und dennoch haben wir Schaden bekommen? Weil er tut ja noch Defense erhöhen mit der Super... Was? Dennoch haben wir Schaden? Unglaublich. Mit Guard war das. Okay, da darf man wirklich Red Zone Metal Cooler nicht unterschätzen, ne? Weil wenn man jetzt Piccolo nimmt und in Cell Max reingeht, das fühlt sich alles so free an, aber ist ja kein Wunder, weil Piccolo ist ein Charakter, der zusätzlichen Damage macht. Ist ein vorteilhafter Charakter. Oh Gott, und wenn ich jetzt hier Pan sehe, dann muss ich halt beten und hoffen, dass sie da hinten dodgt. Weil ansonsten bekommt sie dick aufs Maul.
Nicht unterschätzen, wie gesagt, wir bekommen auf diese 400.000 nochmal 70% Defense drauf, bevor wir Angriffe bekommen. Dadurch, dass Offshot 1 ist. Wir haben aber jetzt den richtig guten Support dafür, wie geht Tracks natürlich, nämlich Key plus Zeit Tekken der 50%. Okay, das heißt, wir machen aber trotzdem folgenden. Ich muss den Wings-Item definitiv aktivieren, weil wenn Pan nicht dodgt, dann wird das wehtun. Dann wird das definitiv wehtun. Sie hat ja eine Zone 30% Dodge-Chance. Sobald sie aber gedodged ist, bekommt sie nochmal 30 drauf. War das so? Sodass sie bei 60% Dodge-Chance ist. So, da hat er mich alles täuscht. Wenn sie dodgt, kann sie für 50% critten. Pan ist unterm Strich einfach nur Slot 3 Charakter. Die tust du einfach nur rein raus sortieren und sie ist ein Supporter für die Rotationen. Genau, die sie halt das supporten kann. Nicht mehr und nicht weniger. Deswegen könnt ihr sie auf jeden Fall mitnehmen und immer rein raus sortieren. Okay. Okay, jetzt warte mal, guck mal, was bekommt der für einen Schaden mit 70% Damage Reduction? Im Vergleich zu Piccolo dann. Oh, gar keinen Schaden. Okay, krass. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hä? Habe ich da was verpasst oder? Ne, wir haben krass, wir haben trotzdem noch es. Oh, das Ding ist, Piccolo hat ja auch 20% Damage Reduction mit so mit über 1 Million Defense. Achso, stopp! Wir hatten hier 40% Damage Reduction noch mit dem Item. Deswegen alles gut. Wollen wir Piccolo und so wollen wir nicht Trash talken. Ne, um es richtig zu stellen, ich habe mir nur gut Gedanken gemacht. Hä, kann das sein? Kann nicht sein, alles gut. Was ich immer gerne mache, ist, bevor ich den Giant Mode aktiviere, sammle ich nochmal Key ein, um einfach entweder mich zu heilen an Key vom selben Orb oder einfach den Doka Mode zu füllen. Und dann gehe ich in Giant Form, weil wenn die Giant Form vorbei ist, dann habe ich die Rotation wieder und kann meine Charaktere hin und her verschieben. Das ist so ein, ja, so ein Tipps und Tricks, sag ich mal, dass ihr anwenden könnt. Könnt ihr vielleicht was ausmachen. Um ehrlich zu sein, finde ich aber Piccolos Animation nicht atemberaubend. Also wenn man die mit dem Active von Gohan Beast vergleicht, tausendmal besser. Ich frage mich aber, warum das so ist. Also warum sieht die Animation von Piccolo nicht so gut aus wie im Film? Oder sogar, ich finde von dem Piccolo normal, ich zeige es euch gleich, kann ich das hier zeigen? Hier, guck mal. Die Animation sieht viel brutaler aus. Aber jetzt, wenn die Dragon Balls so kommen, guck mal, gebt euch. Das sieht viel brutaler aus als die eigentliche Active Animation, finde ich. Dass da Shenlong reinkommt und das sieht viel besser aus irgendwie. Das ist das Einzige, so was mich an Piccolo stört tatsächlich. Und dass halt, ja, nicht so viele Partner hat und schlechte Link-Skills. Aber er macht halt das Wett. Der macht es halt trotzdem Wett. Ne? Trotz dessen, also mit dem, was er drauf hat, vergisst man das halt. Und er kann auch mehr oder weniger solo allein kommen. Aber auch, weil er zum Beispiel Key plus Psy gibt für die Rotation, wenn er einen Angriff bekommen hat. Und bei Piccolo kann man so ein Auge zudrücken, ne? Bei Gohan Beast finde ich aber überhaupt nicht. Und ja, Leute, bitte versucht mich oder uns Content Creator zu verstehen oder die Menschen, die dieselbe Meinung teilen. Wir sagen nicht, dass Gohan Beast schlecht ist. Beast Gohan ist gut, offensiv, defensiv. Aber er hat viel zu viele Schwächen als Stärken. Und das macht ihn wirklich, das macht es nie, überhaupt nicht würdig als Beast Gohan Release. Erstens natürlich, dass er nicht in Beast Gohan sich transformiert. Immense Key-Mängel, gar keine Link-Partner, gar nichts. Piccolo hat zumindest noch den Strength-Piccolo, der hat kaum jemanden. Meiner Meinung nach. Und das Gestörte ist, ja, wir haben das hier richtig gut gesehen. Piccolo haben wir in einer Runde aufbauen können. In einer Runde hat er seine 5 Angriffe bekommen. Beast Gohan muss super attacken. Da reichen ja nicht mal normale Angriffe. Bis der mal voll. Das schaffst. Nee, das geht nicht. Das geht gar nicht. Das geht so gut wie gar nicht. Dass er dann in der dritten Runde mit seiner Intro-Passive komplett aufgebaut ist. Dafür muss er in der ersten Runde, das kann er, aber das ist so selten, muss er dreimal super decken. So. Kann er dreimal super decken? Ja, kann er. Wenn er so viel geht hat, macht er einen Edition Attack, welches eine 70% Chance hat, ein Super Attack zu sein. Aber warum? Wieso nicht einfach garantiert Super Attack? Und dann Dupe System, da kann er in der ersten Runde dreimal Super decken. Dann muss er in der zweiten Runde einmal Super decken und dann nochmal. Und die Super Attack, die fünfte, hätte dann in der Runde mit dem Intro Passive, hätte dann die komplette Passive. Und das, also wo sich die Intro und die komplette Passive überschreitet. Danach könnte noch ein 6. Angriff kommen, aber ihr merkt auch schon, das Ding ist, dieser 5. Angriff ist nicht die Ultra Super Deck, sondern eine Edition Super Deck und das ist die 12 Key. Das heißt, man kann den gar nicht so richtig, man sieht gar nicht sein komplettes Potenzial. Bei Piccolo sieht man das, weil er kann einfach rotz einfach seine 5 Angriffe bekommen und dann überschreitet es sich in der dritten Runde, wo er reinkommt und die Ultra Super Deck hat dann bereits die Überschreitung und deswegen sehen wir da so brutale Zahlen bei ihm. Ja, ist schade, Leute, ist schade um Beast Gohan, aber deswegen,
dieses Video definitiv dazu, um euch zu zeigen, wer die dicksten Oberschenkel hat. Leute, ist so. Die dicksten Oberschenkel, schaut euch das mal an. Orange Piccolo hat die dicksten Oberschenkel in Dokkan Battle, das bleibt auch so. ja, Message des Videos ist, Leute, all diejenigen, die trainieren, trainiert Beine. Okay? Vernachlässigt es nicht. Zumindest einmal die Woche. Beine ist sehr, sehr wichtig zum Trainieren. Und wenn ihr eure Beine trainiert, dann stärkt ihr auch natürlich euren ganzen Körper und dementsprechend werdet ihr auch stärker in all den anderen Trainingsbereichen, die ihr trainiert. Unterschätzt das bitte nicht, okay? Machen Sie das. Okay, so, drei Runden haben wir einfach viel Schaden gemacht, wir haben keinen Schaden bekommen. Jetzt seht ihr an der Stelle, ich kann die Charaktere wieder hin und her verschieben. Piccolo leider hier an der Stelle jetzt gesealt. Das ist jetzt wirklich unlucky. Das heißt, ja, der bringt einfach gar nichts tatsächlich. Der wird trotzdem noch Ki plus 2 geben, wenn er da einen Angriff bekommt. Wir tun natürlich den Boy transformieren, machen den, kann ich den Echse machen? Und den raus habe ich jetzt an der Stelle ganz nach rechts gestellt, weil der einen Angriff rausnimmt und da bekommt er nur einen Angriff. Das heißt, wir sind da safe ganz rechts. Aber hier merkt man dann an der Stelle, wenn man jetzt zum Beispiel so Piccolo mit Vegeta und Shanks vergleicht, Piccolo gibt ihm halt nur 4 Special Legend Power. Ist nicht unbedingt Piccolo verschuldet, weil Piccolo ist in der Namekian halt kein klassischer Hybrid oder okay, extra geht nicht. Kein klassischer Hybrid oder Pure Saiyan. Das heißt, so an sich hat er so oder so kein Prepare for Battle oder so. Aber ja, also ich finde trotzdem so ein paar Links bei Piccolo Power Best, oh bei Gott, mach den Käse weg, mach Giant weg und gib dem Shock and Speed oder so, dass er zumindest mit Gohan noch Shock and Speed hätte oder was ich mein Konzept hatte, The First Awaken oder Unbreakable Bond oder sowas. Ne, okay, aber The First Awaken kann ich verstehen, dass er es nicht hat, weil es nur eine Giant-Transformation, wir haben ja dann im Endeffekt keinen transformierten Piccolo. Aber dennoch so, Unbreakable Bond und Shocking Speed wären so immens wichtig und dann hätten wir schon ungelogen und dann hätten wir wie mein Konzept einfach 1:1 Piccolo und 1:2 Beast Gohan und auch so wie Gohan gerade ist, würde er trotzdem auf jeden Fall sich viel, viel besser anfühlen, weil dann hätte er einen Partner, den neuesten Partner und einen Tank als Partner. Aber, ja, das hat er leider nicht. Okay, ja wow, ich kann hier einfach wieder reingehen, ne? Das ist halt unglaublich, ich kann wieder den machen. Gib dem hier das hier, bisschen heilen, Dokamut füllen und dann gehe ich einfach hier so raus. Aber das ist halt das, was Piccolo ausmacht. Ohne Witz, also zum Glück haben seine Giant-Form da noch gut gemacht. Dass er auch noch, dass er Keep his Cell bekommt pro Orb, den er einsammelt. Dass er Medium Chance hat zu Superdecken, dadurch kann er bis zu dreimal Superdecken mit Tube System. Also, das ist halt free, das ist halt wirklich free. Dieser Piccolo kam und hat halt so mit jeglichen, alle schwierigen Events hat er immens einfacher gemacht. Wirklich. Und das ist auch wichtig, weil viele schwierigen Events, sei es die Red Zone zum Beispiel, die haben ja auch Rundenmissionen bekommen. Schaffe das in so und so vielen Runden und Piccolos Giantform setzt ja die Runden fest. Das heißt, man schafft das auch sehr angenehm in dieser Rundenanzahl. Also ja, Leute, wir halten fest. Piccolo, Goat, definitiv. Ich würde einen Versuch geben, Piccolo, wenn ihr es könnt, auf Global so oder so, weil da kommt jetzt, es sei denn, da kommt etwas, was wir nicht wissen, so Global Exclusive oder so, würde es erstmal nicht viel kommen oder nichts Besonderes, sage ich mal, das nächste wäre vielleicht Same Day, Golden Week und. Na klar, July, 7. Monat, Jubiläum, es sei denn, da kommt ein Krach oder so und die sagen, nö, wir feiern zeitgleich oder so, Ende Januar, aber das wissen wir nicht. JP ist halt Ende Januar demnächst schon das Jubiläum, da sind wir gespannt, welche Charaktere kommen. Da kann man jetzt schon anfangen, vielleicht ein bisschen Stone zu sparen, definitiv. Mache ich auch jetzt, vor allem nachdem ich Pan gezogen habe, zum Glück. Ich wollte sie einmal, bin durchaus zufrieden, bin mit einem Dupe von Piccolo rausgegangen. Also für mich war die Celebration an sich wirklich nice, wenn es darum geht, was ich gezogen habe. Und ja, es sind ja auch sehr viele Piccolo-Videos rausgekommen, checkt sie gerne ab, wenn ihr es nicht, nicht gesehen habt. Aber es gibt halt nicht viel zu zeigen zu Piccolo, ne? Das ist genau das, was ich heute in diesem Video gezeigt habe, dass er die dicksten Schenkel hat. Genau das hat er überall einfach, in seinem Double Lead so. Naja, okay, Boys and Girls, dann kann man eigentlich auch so machen, mit dem Autobahn. Ja, weiß gar nicht, das ist halt so Freerun hier an der Stelle mit Piccolo. Es wäre geil, wenn man die Animation skippen könnte, ungelogen, so, weil das kann auch ein bisschen lange dauern. Die Giant Form Super Attacks, die Giant Form Runden, aber ich meine. Solange man das Event schafft, ne, man hat es eigentlich nicht eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind. Solange man die Events schafft, die Mission etc. Darum geht es ja in Dokkan.
Dann ist es auch in Ordnung. Dann ist es auf jeden Fall absolut in Ordnung. Leute, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat oder im Endeffekt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Als auch ein Abo auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ja. Ich werde mich eigentlich auch verziehen, einen Shake machen oder so nach dem Training jetzt. Der würde das schon beenden. Aber ich will mich ja von euch noch verabschieden. Nicolo, treten Sie, machen Sie irgendwas, finishen Sie den Zergel hier. Genau, ja, so, komm, machen Sie doch was hier. Hallo, Nicolo, fit. Irgendwann Dreams Piccolo auf 100%. Die nächsten Charaktere, die ich auf 100 haben will, sind definitiv LR Final vom Cooler und Vegeta und Trunks. Guck mal, ich habe einige Red Coins ready, ich bin auch mal drauf gespannt. Cooler sollte eigentlich Ende Januar sein Comeback haben im Jubiläum. Und wir werden ihn natürlich summonen und ich hoffe, ich ziehe Dupes für ihn, meinerzeit Dupes. Den will ich einfach auf 100 haben, ey. Final Form Cooler ist ein brutaler Charakter immer noch, finde ich. Wenn nicht Red Coins, aber Vegeta und Trunks will ich auf. Vegeta und Trunks will ich auf jeden Fall noch zumindest den Zeit Dupe haben. Und ich finde, das reicht auch bei Charakteren Zeit Dupes. Alles darüber hinaus ist Overkill. Zeit Dupes reichen definitiv, aber man bekommt ja dann die Abilities, die wichtigen. Wo man die Crit Dodge oder Dish Attack Route gehen kann. Ja, Leute, Free Run. Gibt euch. Einfach kurz einen Autobutton geklickt und der Link hat es geklärt am Ende. So richtig entspannt. So, Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns ansonsten das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace.